Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu unserem Webinar zu der brandaktuellen Corona-Arbeitsschutzverordnung, die wir unter den Titel gestellt haben, was Arbeitgeber wissen müssen. Es ist mir ein besonderes Vergnügen, dass ich Ihnen zunächst meinen Kollegen Johannes Höft vorstellen darf. Er ist auch Partner im Arbeitsrecht mit Schwerpunkt auf den betrieblichen Gesundheitsschutz und den Arbeitsschutz. Er berät Unternehmen zu diesen Fragen schon seit sehr vielen Jahren und insbesondere auch das Thema Mitbestimmung. Und wir beide haben so manche Schlacht schon im Bereich des Corona-Arbeitsschutzrechts schlagen dürfen. Und auch, wie Sie vielleicht wissen, sehr schnell immer informiert, wenn es neue Regelungen gibt. Mein Name ist Michael Pils. Ich bin auch Partner bei Taylor Wessing im Arbeitsrecht und auch mein Schwerpunkt liegt im Arbeitsschutzrecht, aber natürlich auch noch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Japan. Und da kommen wir auch gleich schön zu dem ersten Punkt, was wir nämlich hier sehen. Was wir heute mit Ihnen machen wollen, ist natürlich, dass wir Sie durch vier Paragraphen führen, der Corona-Arbeitsschutzverordnung, dass wir aber auch ein bisschen uns Zeit nehmen wollen, die rechtlichen Problemkreise mit Ihnen zu diskutieren. Es ist ein Thema, was wir hier haben, ist, dass wir natürlich den Arbeitgebern an die Hand geben wollen, was sie nun mit diesem neuen Recht machen müssen, wo die To-Dos liegen. Und wir sehen auch eine Zunahme an Regelungen auch in diesem Bereich. Wenn wir uns das mal verdeutlichen, wir hatten, als wir die Krise am Anfang 2020 hatten, zunächst gar keine richtigen Regelungen, außer das allgemeine Arbeitsschutzrecht, ne? Und viele Unternehmen waren da zunächst unvorbereitet und wir mussten hier sehr oft Notfallpläne, Gefährdungsbeurteilungen, viele Detailfragen dazu erörtern und besprechen. Dann gab es im April den Corona-Arbeitsschutzstandard. Wir hatten dazu auch ein Seminar halten dürfen, die Arbeitsschutzregel. Dann im August, da ist jetzt schon wieder ein neues Update angekündigt. Hinzu kamen branchenbezogene Regelungen, Spezialregelungen natürlich für die sensiblen Industriesektoren, wie zum Beispiel die Pflegeindustrie, die Krankenhäuser und natürlich nicht zu vergessen, die landesbezogenen Regelungen. Bayern hat leicht andere Schwerpunkte als Nordrhein-Westfalen, das dürfte Ihnen aus den Medien bekannt sein. Die Folge dieses Regelungszuwachses ist ganz klar, dass es natürlich auch eine ganze Anzahl von Rechtsstreitigkeiten gegeben hat. Wir haben auch darüber schon mal Schwerpunktbildung versucht, Ihnen didaktisch nahezubringen. Das liegt einerseits in der betrieblichen Mitbestimmung, aber natürlich auch in den wirklich sehr kleinteiligen Fragen, wie man diese Arbeitsschutzstandards und die Arbeitsschutzregeln verstehen musste. Interessantes Detail in dem Zusammenhang. Das Arbeitsgericht Augsburg hatte im Mai letzten Jahres ganz klar formuliert, dass es keinen Anspruch auf Homeoffice gibt. Und wir werden nun nachher gleich sehen, was aus dieser Regelung denn so geblieben ist. Das Thema Arbeitsschutz, Corona-Arbeitsschutz, das natürlich auch zu vielen Publikationen geführt hat, hat sich dann nochmal im Zuge der zweiten Welle aktualisiert. Und wie Sie wissen, seit Januar haben wir hier nochmal eine neue Diskussion, auch unter dem großen Stichwort Homeoffice. Unser lieber Hubertus Heil hatte ja dieses Thema schon seit langem auf der Agenda. Es gab da schon verschiedene Gesetzgebungsinitiativen und auch einen Entwurf, der hier ein Homeoffice dann auch vorgesehen hat. Und nun wird natürlich auch kritisiert, sei das Homeoffice durch die Hintertür des Arbeitsschutzes Wirklichkeit geworden. Wir haben sehr früh auch schon die Vorgängerfassungen dieser Corona-Arbeitsschutzverordnung bekommen. Da können Sie froh sein, dass die sich nicht so realisiert haben, um das mal sehr prägnant zu formulieren. Da waren noch weitergehende Regelungen wie Testpflichten, wie Aktualisierungspflichten der Gefährdungsbeurteilungen, abhängig noch von irgendwelchen Stufen der 7-Tages-Regelung, der 7-Tages-Inzidenz vorgesehen. Das hätte noch mehr Aufwand bedeutet. Gleichwohl müssen wir sagen, dass auch diese jetzige Verordnung durchaus einen Erfüllungsaufwand für Unternehmen mit sich bringen wird. Das werden Sie gleich sehen, das werden wir Ihnen auch erläutern. Die Verordnungsbegründung schätzt das auf 113 Euro pro Beschäftigten.
wie Sie auf diese Zahl kommen, das ist interessant. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass im Rahmen dieses Verordnungsentwurfs die Verbände nicht oder nur zum geringen Teil beteiligt worden sind, weil die Sache ja so eilig war. Schließlich ist ja Corona auch erst seit gestern. Das sei mir an dieser Stelle erlaubt. Genug der Vorrede. Ich möchte direkt jetzt an meinen Kollegen Johannes Höft weitergeben, der uns nun näher mit der Verordnung vertraut machen wird. Wir werden das entsprechend gliedern in allgemeine Teile und dann natürlich zum Homeoffice und zu den weiteren Regelungen kommen. Vielen Dank, lieber Michael. Ja, genau das ist der Plan. Ich möchte Sie einmal ein bisschen durchführen. Erstmal was Allgemeines und dann würden wir tatsächlich mal in die Regelungen einzeln reingehen. Sie haben eine Fragefunktion. Sie können jederzeit Fragen stellen. Wir schauen, ob wir die hier direkt mit beantworten können oder im Nachklapp nochmal drauf eingehen können. Aber ja, wenn irgendwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit erklärt wird, einfach reinrufen im Sinne von gerne eine Frage droppen. Ja, zu der Verordnung vielleicht mal ganz allgemein. Geltungsbereich sehr, sehr kurz, gilt erstmal nämlich nur bis zum 15. März. Die Wahrscheinlichkeit, dass das verlängert wird, die halte ich erstmal für eher hoch. Weil im Moment ziehen wir uns ja eigentlich von Verlängerung zu Verlängerung, auch was die landesrechtlichen Regelungen angeht, die öffentlich-rechtlichen Regelungen. Aber aktuell stand heute erstmal 15. März. Betriebsbezogen und einbezogen sind erstmal alle Beschäftigten. Also es gibt keine Privilegierung für Kleinbetriebe, außer einer Ausnahme, da kommen wir gleich noch zu. Ansonsten, wenn Sie Arbeitnehmer beschäftigen, dann müssen Sie diese Verordnung beachten. Diese Verordnung beachten heißt aber natürlich nicht nur diese Verordnung beachten, sondern weiterhin gilt natürlich das ganz normale Recht, wie es auch schon vorher galt. Heißt, die Landesgesetze sind zu beachten, örtliche Regelungen, Verordnungen, Allgemeinverfügungen, aber natürlich auch das ganz normale Arbeitsschutzrecht und mit allem, was dazugehört, auch das Arbeitszeitrecht, das Datenschutzrecht. Datenschutzrecht ist sowieso eigentlich das einzige Recht, was in der gesamten Pandemie bisher noch überhaupt keine Einschränkung erfahren hat. Also es gibt keine Corona-spezifischen Erleichterungen mit Blick zum Beispiel auf die DSGVO. Datenschutzrecht ist vollständig anwendbar und muss halt auch bei allen Maßnahmen berücksichtigt werden. Und ganz wichtig, da muss ich als Arbeitgeber, so ich denn einen Betriebsrat habe, sowieso immer darauf achten, mit Bestimmung des Betriebsrats. Nur weil ich eine Verordnung habe, entbindet mich das erstmal nicht der Mitbestimmungsrechte, es sei denn, ich habe gar keinen Gestaltungsspielraum, da wo ich einfach nur umsetzen muss. Da kann der Betriebsrat dann natürlich auch nichts daran ändern. Wie wird diese Verordnung eigentlich durchgesetzt? Herr Pilz hatte es eben schon angesprochen, der erste Referentenentwurf, der ging noch deutlich weiter. Da waren auch noch Bußgeldvorschriften vorgesehen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt aber nicht, dass Compliance mit der Corona-Arbeitsschutzverordnung einfach nur nice to have ist. Über eine kleine Ecke kommt man doch wieder in den Bußgeldbereich. Die Arbeitsschutzbehörden können nämlich vollziehbare Anordnungen in bestimmten Fällen erlassen. Und wenn sie sich an die dann nicht halten, dann ist ein Bußgeld wieder möglich, und zwar in einer Höhe bis zu 30.000 Euro. Wir haben in der Überschrift noch geschrieben, Dreiklang aus Verordnungstext, Begründung und FAQs des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Die Verordnung ist ganz, ganz neu. Heißt, es gibt natürlich keine Kommentierung dazu in der rechtswissenschaftlichen Literatur bisher. Es gibt keine Rechtsprechung dazu. Es gibt noch nicht mal eine Verwaltungspraxis dazu. Heißt, man hat so ein bisschen grüne Wiese und muss sich ein bisschen durchschlängeln und schauen, wie ist denn eigentlich der Verordnungstext zu verstehen? Der Verordnungstext selbst, das werden wir gleich sehen, da steht nicht allzu viel drin. Man kann sich dann der Begründung behelfen, der offiziellen. Und zusätzlich hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales online FAQs gestellt.
Da kann man auch noch Sachen rausziehen, warum das mal sinnvoller und mal weniger sinnvoll ist, kommen wir gleich noch zu. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die einzelnen Regelungen rein. Erste Regelung oder wichtigste Regelung, würde ich sagen, ist der Paragraph 2. Da spielt eigentlich hauptsächlich diese Musik in dieser Verordnung, aber auch nicht überall. Wir haben es hier geschrieben, die Absätze 1, 2 und 3 des Paragraphen 2 sind mehr oder weniger eine Wiedergabe des aktuell rechtlichen Status quo. Absatz 1 sagt beispielsweise, Sie müssen als Arbeitgeber nochmal schauen, wo muss ich meine Gefährdungsbeurteilung möglicherweise anpassen, wo muss ich Corona-spezifische zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Heißt, da ist eine gewisse Spezifizierung dran, eine Fokussierung, dass ich hier nochmal pandemiebezogen mir das nochmal anschaue. Gleichwohl, dass ich die Gefährdungsbeurteilung bei mir immer auf einem aktuellen Stand halten muss und natürlich auch auf neue Gefahren reagieren muss, das entspricht der aktuellen Rechtslage nach Paragraphen 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes. Also nicht so wirklich was Neues. Die Absätze 2 und 3, die ergeben sich eigentlich in der Form inhaltlich auch schon aus der aus dem SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard und der diesen Standard konkretisierenden Regelung. Hier geht es um organisatorische Maßnahmen. Wie kann ich entzerren? Wie kann ich möglichst Kontakt im Betrieb vermeiden? Eigentlich erstmal nichts Neues. Das Einzige, was man dabei im Hinterkopf haben sollte als vielleicht Neuerung, ist, wir haben jetzt nochmal eine Verordnung, wo es drin steht, und entsprechend hatte die Behörde auch ein Begehungsrecht, weil die Behörde, die Arbeitsschutzbehörden dürfen überprüfen, ob sich der Arbeitgeber daran hält. Das funktioniert jetzt nicht wie bei einer Razzia, dass um 8 Uhr morgens das Amt bei Ihnen vor der Tür steht und alle Mitarbeiter sofort einen Meter vom Schreibtisch zurücktreten müssen. Aber nach Anmeldung kann es Ihnen das durchaus passieren, dass sich die Behörde mal anguckt, wie Sie das eigentlich bei sich im Betrieb umsetzen. Insofern wäre es ideal, wenn die Behörde dann nicht 4 Personen in einem 8 Quadratmeter Großraumbüro antrifft. So, jetzt kommen wir eigentlich zur spannendsten Regelung in der ganzen Verordnung, nachdem in Paragraphen 2 die Absätze 1 bis 3, wie gesagt, nicht so viel, ganz viel Neues hergeben, der Absatz 4, die Homeoffice-Pflicht, nenne ich es mal. Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. So der Verordnungstext. Was da direkt auffällt, ist der Terminus zwingende betriebsbedingte Gründe. Das ist ein Terminus, der der Arbeitsrechtsordnung bisher nicht bekannt ist. Wir kennen aus dem Kündigungsschutzrecht die betriebsbedingten Gründe. Wir kennen aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz oder aus dem Bundeselterngeld- und Erziehungsgesetz kennen wir die Termini betriebliche Gründe und dringende betriebliche Gründe. Betriebsbedingt kennen wir eigentlich nur aus dem Kündigungsschutzrecht. Ich glaube aber auch, dass es sich hier schlicht und einfach um ein redaktionelles Versehen handelt. Warum? Die Begründung spricht ausschließlich von betrieblichen Gründen. Deswegen würde ich auch von betrieblichen Gründen sprechen und dem betriebsbedingt hier mal keine eigene Bedeutung beimessen. Spannend ist zwingend. Zwingende betriebliche Gründe. Wie gesagt, wir kennen schon aus der Arbeitsrechtsordnung die betrieblichen Gründe und die dringenden betrieblichen Gründe. Wobei die dringenden betrieblichen Gründe, die sind von der Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht, die sind schon so in der Größenordnung angesiedelt. Extrem hohe Hürde. Also da bin ich schon kurz vor der organisatorischen Unmöglichkeit. Dringende betriebliche Gründe, ganz hohe Hürde. Jetzt steht hier zwingende betriebliche Gründe. Das ist nach unserem Verständnis die Steigerung von dringende betriebliche Gründe. Was will ich damit sagen? Es wird nicht reichen, dass Sie der Behörde sagen, ist bei mir einfach praktischer, wenn die Leute im Betrieb sitzen.
Das reicht auf keinen Fall. Das würde nicht mal für dringend reichen. Sie brauchen aber zwingend. Was ist jetzt zwingend? Es muss sehr viel sein. So viel lässt sich dem entnehmen. Mehr wissen wir erstmal nicht. Der Verordnungstext gibt nicht mehr her. Die Begründung, die gibt eigentlich auch nicht viel mehr her. Also gucken wir uns die dritte Quelle, die FAQs des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mal an. Da stolpert man so ein bisschen. Beispiele sind dort genannt. Was ist ein zwingender betrieblicher Grund? Zum Beispiel die Postannahmestelle, Postverteilung. Total nachvollziehbar, macht Sinn, das kann ich nicht remote machen, da muss jemand sein, der die Post verteilt. Okay. Materialausgabe steht da noch als Beispiel. Da stutze ich schon ein bisschen. Also wir haben auch bei uns im Büro eine Materialausgabe, wo man sich alles Mögliche holen kann, von Tackerklammern über Klebis, über Briefumschläge. Das ist total praktisch, dass da jemand ist und mir das alles gibt. Das könnte ich aber auch selber mir holen. Da mache ich schon mal ein großes Fragezeichen hinter zwingende betriebliche Gründe. Was ich Ihnen damit eigentlich nur einmal verdeutlichen will, ist, es fällt ein bisschen schwer, sich einfach an den FAQs lang zu hangeln, mal abgesehen davon, dass die sowieso natürlich keinerlei rechtliche Verbindlichkeit haben. Aber die Frage, was darf ich jetzt eigentlich noch im Betrieb machen und was nicht, lässt sich pauschal anhand der aktuellen Faktenlage nicht beantworten. Was wir deswegen empfehlen, ist sehr genaue Dokumentation und sehr genau und vielleicht auch mit mehr als einem Satz aufschreiben, dokumentieren, warum brauche ich bestimmte Personen definitiv bei mir im Betrieb. Mehr kann man noch nicht sagen. Wie gesagt, es gibt keine Verwaltungspraxis und man wird jetzt erstmal schauen müssen, was lassen die Behörden eigentlich durchgehen und was nicht. Da wird es wahrscheinlich auch regionale Unterschiede geben. Die eine Arbeitsschutzbehörde ist strenger, die andere ist laxer. Aber deswegen umso wichtiger, wenn man schon mal von der Dokumentenlage, von der Papierlage gut aufgestellt ist, dann glaube ich oder dann bin ich mir sicher, dass dann im ersten Schritt nicht sofort ein Bußgeld erlassen wird. Wenn ich aber völlig blank bin als Arbeitgeber und sage, nö, also fand ich einfach cooler, dass die im Büro arbeiten, dann kommen wir schon eher in den Bereich, wo sehr schnell eine Anordnung ergeben kann und dann auch ein Bußgeld. So viel zu den betrieblichen Gründen. Heißt, kann der Arbeitgeber das eigentlich organisatorisch einrichten? Dann gibt es aber ja noch die andere Seite, nämlich geht das eigentlich auf Arbeitnehmerseite? Die Verordnung sieht nur eine Anbietungspflicht vor. Heißt, ich muss als Arbeitgeber meinem Mitarbeiter das Homeoffice anbieten, die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, anbieten. Der Arbeitnehmer kann sagen, möchte ich nicht. Oder der Arbeitnehmer kann sagen, möchte ich zwar, aber die räumlichen und technischen Voraussetzungen liegen möglicherweise nicht vor. Dann reicht es auch nicht, dass der Arbeitnehmer gern zu Hause arbeiten möchte. Dann wird das ein Hinderungsgrund sein. Auch da wieder, Verordnung sagt dazu gar nichts. Begründung sagt, räumliche und technische Voraussetzungen müssen vorliegen. Und was denn eigentlich räumlich-technische Voraussetzungen sind, wird wieder nicht gesagt. Jetzt kann man in die Verordnung gucken, in die FAQs gucken. So richtig helfen die auch nicht weiter. Eine interessante Sache steht dort aber drinnen, nämlich fehlende IT-Infrastruktur wird nicht ausreichen, um zu sagen, technische Voraussetzungen liegen nicht vor. Da sind wir drüber gestolpert, weil die FAQs also auf einmal anscheinend eine Abhilfepflicht statuieren wollen, die sich aber in der Verordnung und auch in der Begründung nicht finden. Dort steht drin, Homeoffice geht nicht, wenn die räumlich-technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Heißt, Status quo wird angeschaut. Die FAQs sagen jetzt, ja, das mag vielleicht befristet mal reichen, bis Abhilfe geschaffen worden ist, aber als dauerhafter Hinderungsgrund gilt das nicht. Im schlimmsten Fall müsste man also sagen, ein Arbeitgeber
der 300 Mitarbeiter hat, die alle mit stationären Computern ausgestattet sind im Betrieb, soll der jetzt hunderte von Laptops anschaffen für eine Verordnung, die bis zum 15. März gilt? Schwierig. Was ich damit, keine Angst, wir sagen Ihnen am Ende noch, was Sie alles machen, um sich richtig verhalten zu können. Ich sage Ihnen aber jetzt erstmal, wo wir überall drüber stolpern bei dieser Verordnung und wo man sich einfach in einem gewissen Graubereich gerade befindet und nicht so recht weiß, was ist jetzt eigentlich die richtige Herangehensweise. Wir sind der Meinung, Status quo sollte man sich angucken, anders aber die FAQs des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Die sehen wohl eine Abhilfepflicht vor. Noch ein Punkt finde ich ganz, ganz wichtig. Und zwar, wir haben es ja auch geschrieben, lehnt der Arbeitnehmer ab, muss er im Büro beschäftigt werden. Die Verordnung bzw. die Begründung der Verordnung sagt sehr, sehr deutlich, dass Homeoffice immer nur dann geht, wenn der Arbeitnehmer zustimmt. Wenn man sich jetzt mal die Rechtslage anguckt vor Corona, als die Welt noch ganz normal war, oder normal ist ja auch relativ, aber als es noch keine Pandemie gab, da war es so, die Rechtslage war relativ klar, ich kann einem Mitarbeiter nicht einfach einseitig sagen, du arbeitest jetzt aus deiner Privatwohnung, sondern ich muss einen Arbeitsplatz als Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Wenn der Arbeitnehmer nicht zu Hause arbeiten möchte, muss er das nicht. Das war die Rechtslage vor Corona. Allerdings kannte unsere Rechtsordnung auch nicht die landesweite Pandemie als Anwendungsfall. Deswegen habe ich schon auch in die Richtung beraten, naja, normalerweise geht's nicht, aber in der aktuellen pandemischen Situation wird man wohl vom Arbeitnehmer auch verlangen können, dass er zu Hause arbeitet, selbst wenn er das eigentlich nicht möchte. Dieser Ansatz wird eigentlich durch diese Verordnung jetzt konterkariert. Denn es steht ganz klar in der Begründung und auch in den FAQs drin, der Mitarbeiter, der nicht zu Hause arbeiten möchte, der muss im Betrieb beschäftigt werden. Heißt, im schlimmsten Fall kann der Mitarbeiter, der pandemiemüde ist und dem seit 10 Monaten im Homeoffice die Decke auf den Kopf fällt, der kann jetzt mit dieser Verordnung wedeln und sagen, lieber Arbeitgeber, ich möchte gerne ab nächste Woche wieder im Büro arbeiten. Und dann wird er daraus jedenfalls nach dieser Verordnung einen Anspruch haben. Möglicherweise, im schlimmsten Fall, wird hier also ein gut gemeinter Zweck, nämlich der Infektionsschutz, ein wenig ins Gegenteil verkehrt. Gleichwohl, in der Regel hoffen wir, dass es funktionieren wird, nämlich der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Homeoffice anbietet und der Arbeitnehmer nimmt das an. Jetzt geht das aber nicht einfach so, sondern, das sagt auch die Begründung sehr, sehr genau, ich brauche eine Homeoffice-Vereinbarung. Wenn Sie die nicht eh schon haben, heißt das, im Zuge der Anbietungspflicht müssen Sie dem Mitarbeiter eine solche Homeoffice-Vereinbarung anbieten. Und damit übergebe ich wieder an dich, lieber Michael, dass du uns mal ein bisschen was erzählst, was muss eigentlich in so eine Homeoffice-Vereinbarung rein? Ja, ganz herzlichen Dank. Und in der Tat ist das eine häufig gestellte Frage in unserer täglichen Beratung. Muss ich das jetzt regeln? Soll ich das regeln? Viele Unternehmen haben auch jetzt kein notwendiges Budget, um jetzt hier nochmal zusätzlich komplexe Regelungen auf die Beine zu stellen. Das muss man sehen, dass da auch natürlich der Pragmatismus immer wieder herangeführt wird, wo kein Kläger, da kein Richter. Gleichwohl, das ist ein wichtiges Anliegen, die Verordnung stellt uns doch ganz klar, das allgemeine Arbeitsrecht, das Datenschutzrecht, das Vertraulichkeitsrecht gilt selbstverständlich weiter. Das heißt, wir müssen hier schon aus Compliance-Gründen, aus Haftungsvermeidungsgründen sicherstellen, dass das Arbeiten im Homeoffice auch funktioniert. Und das bedeutet natürlich auch, ich brauche ein entsprechendes Konzept, eine entsprechende Vereinbarung. Was sind typische Inhalte einer solchen Homeoffice-Vereinbarung? Vielleicht eine Vorbemerkung dazu. Wenn Sie Betriebsräte haben, werden Sie dieses Thema sicherlich mit den Betriebsräten besprechen müssen. Es gibt entsprechende Muster natürlich auch zu Betriebsvereinbarungen, Homeoffice. Es gibt immer wieder mal auch im Internet kursierende Musterverträge. Man muss aufpassen, denn was wir aus unserer Beratung immer wieder sehen, ist, es kommt
in erster Linie auf die betrieblichen Verhältnisse an und in zweiter Linie auch ganz wichtig, dass die HR-Strategie entsprechend dahinter steckt und dass die auch dahinter steht, wie man dieses Homeoffice gewährt oder nicht gewährt. Wir haben vorhin gesagt, ganz richtig, wir haben jetzt einen Anbietungsdruck dahinter. Gleichwohl wird es Mitarbeiter geben, wo sie sagen, der kann nicht ins Homeoffice oder das funktioniert nicht, sei es aus persönlichen Gründen, sei es aus arbeitsorganisatorischen Gründen. Und da muss man natürlich sich überlegen, kann man hier gleichwohl oder muss man hier gleichwohl für diese Mitarbeiter weiterhin das Homeoffice anbieten. Das müssen Sie mit der entsprechenden HR-Strategie auch begleiten, diese Einführung. So, was muss rein oder was sollte rein? Wie jede Vereinbarung sollte die Vereinbarung beginnen und auch irgendwie beendet werden können. Also Beginn und Ende ist selbstverständlich ein Thema. Die Arbeitszeit im Homeoffice muss definiert werden, sollte definiert werden. Ganz klare Regelung, es gibt keine Privilegierung im Arbeitszeitrecht, wenn Sie im Homeoffice arbeiten. Nach wie vor gilt dort das öffentlich-rechtlich geprägte Arbeitszeitrecht. Sie müssen die Ruhezeiten, Sie müssen die Pausen einhalten, Sie müssen dokumentieren. Das bedeutet eine Notwendigkeit der Dokumentation durch den Mitarbeiter eventuell, was man über eine Pflichtendelegation beispielsweise hinbekommen könnte. Alles sehr streitig und Sie wissen, dass der Europäische Gerichtshof hier nochmal die Anforderungen deutlich nach oben korrigiert hatte. Dazu haben wir auch verschiedene Newsletter auch veröffentlicht. Vertraulichkeit, ein Riesenthema, das hier die Homeoffice-Arbeit natürlich betrifft, nicht nur für Juristen, sondern für sämtliche Betriebsgeheimnisse, die Sie definieren, betriebliche Prozesse, die Sie definieren, müssen natürlich vertraulich sein. Das ist schwierig, wenn die Kinder im Hintergrund Homeschooling machen müssen. Ganz klar ist das eine große Herausforderung und kann vielleicht auch ein rechtliches Hindernis im Einzelfall begründen, so auch in gewisser Weise die FAQs und die Begründung, das Homeoffice nicht zu gewähren. Datenschutz, eine solche Thematik ist ja schon angesprochen worden, die DSGVO gilt immer weiterhin. Ich bin als Arbeitgeber verantwortlich, dass die technischen und organisatorischen Anforderungen so getroffen werden, dass eben hier dem Datenschutz Genüge getan wird. Das erfordert auch eine entsprechende Aufklärung und Unterweisung der Mitarbeiter. Sie sehen schon, das wird ziemlich komplex. Insbesondere dann, wenn ich in der unangenehmen Situation sein sollte, dass ich dem Mitarbeiter bitten muss, von seinen eigenen Privatgeräten zu arbeiten. Das Bring Your Own Device-Thema taucht hier wieder auf die Hinterhand auf und muss auch entsprechend einer Regelung zugeführt werden. Wir empfehlen das immer nur bedingt, aber es gibt Betriebe, wo das eben notwendig ist oder vielleicht auch zur Lebensphilosophie des Unternehmens eben gehört. Ne? Wichtiger Punkt, Kosten für das Homeoffice. Wir haben da die absurdesten Themen schon gehabt. Die Mitarbeiter bekommen im Büro immer einen Obstkorb. Warum sollen sie den nicht auch zu Hause bekommen? Also, um das abzukürzen, der Punkt sollte auch geregelt werden. Wenn das nicht geregelt ist, kann es über die gesetzlichen Vorschriften 670 BGB analog für die Experten zu einem Aufwendungsersatz kommen. Zutrittsrechte empfehlen, müssen wir als Anwalt empfehlen, pragmatisch mache ich da mal ein großes Fragezeichen hin. Es würde sowieso nur mit Ankündigung gehen und sind Sie mal ehrlich, welcher Arbeitgeber wird zu Hause vorbeikommen und den Arbeitnehmer besuchen? Also machen wir mal ein großes Fragezeichen dahinter. Haftung im Homeoffice, das kann ein Thema sein. Stellen Sie sich vor, Ihr betrieblicher Computer, die Batterie hitzt sich durch und es kommt zu einem Brandschaden. Wer haftet? Ne, ist dieser Sachschaden, der dann vielleicht entsteht, durch die Haushaltsversicherung abgedeckt? Und ein wichtiger Punkt auch noch Compliance. Wir stellen da insbesondere für die Gefährdungsbeurteilung, die Sie auch für die Homeoffice-Arbeit vor Antritt der Homeoffice-Arbeit übrigens machen müssen, entsprechende Checklisten zur Verfügung. Da gibt es auch wieder Besonderheiten, die jetzt hier an dieser Stelle vielleicht auch zu weit führen. Insbesondere dann auch, wenn es um besonderes vulnerable Arbeitsgruppen geht. Also Sie sehen, diese Vereinbarung kann durchaus einen gewissen Aufwand bedeuten, wenn sie sorgfältig gemacht werden, wenn sie sorgfältig gemacht wird. Sie sichert aber, und das muss man auch wieder sagen, die Maßstäbe, wie im Homeoffice gearbeitet wird und welche Konditionen da gelten, ab. Und aus Compliance-Gründen müssen wir als Juristen das selbstverständlich empfehlen, so sehr wir den Pragmatismus immer wieder auch
ja, mit beachten müssen. Pragmatismus ist eine schöne weitere Stichwort, wenn es nun um die Personenanzahlbeschränkung geht. Auch diese Regelung in der Verordnung, an die ich jetzt wieder an Kollegen Höft übergeben möchte, wirft zahlreiche Fragen auf. Vielen Dank, lieber Michael. Ich sehe gerade, ist eine Frage reingekommen. Das gehört vielleicht noch zu dem vorherigen Themenblock. Welches Risiko besteht, wenn der Arbeitgeber nur einem bestimmten Mitarbeiter das Homeoffice verwehrt, weil dieser im Homeoffice offenbar deutlich schlechter arbeitet? Tatsächlich sind Performancegründe, also persönliche Gründe, erstmal als Ablehnungsgrund nicht vorgesehen, sondern eben räumlich-technische Gründe. Heißt, Sie werden auch dem Mitarbeiter, von dem Sie wissen, dass er low performt und dass er das Homeoffice vielleicht eher als freie Zeit nutzt, dem werden Sie es genauso anbieten müssen, sofern Sie nicht einen anderen Grund bauen können, warum Sie ihn im Unternehmen, im Betrieb behalten. Heißt, wenn wir hier eine Möglichkeit haben, zu sagen oder einen argumentativen Ansatz haben, zu sagen, dieser Mitarbeiter ist eben ganz besonders wichtig im Betrieb, dann müsste man es über die Schiene laufen lassen. Aber mit den persönlichen Gründen, heißt Performance-Gründen, wird man hier nicht weit kommen. Gut, dann mache ich erstmal weiter. Wir gehen wieder in den Verordnungstext, Paragraph 2 Absatz 5, die Personenzahlbeschränkung. Der Verordnungsgeber sieht vor, pro Mindestfläche von 10 Quadratmetern nur eine Person. Nicht nur ein Beschäftigter oder Beschäftigte, sondern nur eine Person. Das ist vor allem dort interessant, wo es Kundenverkehr gibt. Da kann ich eben nicht differenzieren zwischen Kunden und Mitarbeitern, sondern ich muss alle zusammenzählen. Heißt, da, wo auf 10 Quadratmeter schon ein Kunde ist, darf kein Beschäftigter mehr sein. Insofern muss ich hier das in meine Zugangsregelungen mit einberechnen. Nicht ganz klar ist, ob es hier möglicherweise Ausnahmen gibt, beziehungsweise was für Ausnahmen. Denn der Verordnungstext sagt, 10 Quadratmeter pro Person darf nicht unterschritten werden, soweit die auszuführenden Tätigkeiten dies zulassen. Frage, welcher Maßstab ist hier eigentlich anzulegen? Wir erinnern uns an die Regelung zur Anbietungspflicht Homeoffice. Da sind es zwingende betriebsbedingte Gründe. Wenn wir den Maßstab auch hier anlegen, dann wird man wohl sagen müssen, ich muss irgendeine Form der objektiven Unmöglichkeit haben. Gleichwohl sehen die FAQs des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zum Beispiel den Lebensmittelhandel als Ausnahme vor, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil dort wird es sicherlich möglich sein, diese 10 Quadratmeter einzuhalten. Dann muss ich halt in den örtlichen Supermarkt halt statt 60 Kunden gleichzeitig halt nur noch 30 Kunden gleichzeitig reinlassen. Also umsetzbar auf jeden Fall. Ab wann eine auszuführende Tätigkeit die Einhaltung dieser 10 Quadratmeter also nicht mehr zulässt, auch nicht klar zu bestimmen aktuell. Auch da wird man schauen müssen, wie sich die Arbeitsschutzbehörden positionieren. Und deswegen wieder ganz, ganz wichtig für Sie, Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. In dem Moment, wo Sie ein Raumnutzungskonzept vorzeigen können, ob das dann richtig ist oder ob die Behörde das absegnet, das steht erstmal auf einem Blatt, paar Seiten weiter hinten. Aber wenn Sie erstmal offensiv ein Raumnutzungskonzept vorlegen können, dann ist schon viel gewonnen und dann glaube ich nicht und halte es für sehr unwahrscheinlich, dass man dann in ein Bußgeld beziehungsweise in eine sofort vollziehbare Anordnung laufen würde. Aber deswegen wieder ganz, ganz wichtig, Dokumentation wichtig. Nächster Absatz des Paragraphen 2, die Gruppenbildung. Die Verordnung sieht vor, dass in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten möglichst kleine Arbeitsgruppen zu bilden sind und zwischen diesen Mitarbeitern kein Austausch mehr stattfindet. Der Gedanke ist erstmal nicht neu. Den gibt es auch schon im SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard.
dass ich mögliche Blockbildung mache. Heißt, die Idee dahinter ist, ich habe möglichst wenig Kontakt zwischen verschiedenen Gruppen, sondern es sind immer die gleichen Leute zusammen. Habe ich jetzt in einer Gruppe einen Infektionsfall, kann ich diese Gruppe aus dem Betrieb rausnehmen und habe damit die Infektionskette direkt unterbrochen. Das ist die Idee dahinter. Jetzt ist es eben auch nochmal verbindlich in die Verordnung reingeschrieben worden. Und tatsächlich ist das die einzige Regelung, wo gar keine Ausnahme geregelt ist. Also das müssen Sie auf jeden Fall machen. Möglichst kleine Arbeitsgruppe, nicht sehr klar definiert. Da es aber die Privilegierung für Betriebe mit bis zu 10 Mitarbeitern gibt, wird man sagen können, dann wird so eine Gruppe wohl bis zu 10 Beschäftigte haben dürfen. Maximal. In der Praxis wird das teilweise einfach, teilweise aber auch fast gar nicht umsetzbar sein. Wenn ich jetzt mal uns hier bei uns im Büro in der Kanzlei, ist es überhaupt kein Problem, zum Beispiel jede Etage zu einer Gruppe zu erklären. Ob das dann Sinn macht, andere Frage, wirkt dann etwas gekünstelt, aber möglich wäre das. Gar kein Thema. Ich weiß auch von vielen Mandanten, die ihre Belegschaft teilweise sogar komplett in der Mitte durchgeschnitten haben, bildlich gesprochen, und immer eine Hälfte zu Hause arbeiten haben oder einen anderen Betriebsstandort ausgelagert haben und die andere Hälfte arbeitet im Betrieb. Gleiche Idee dahinter, wenn ich irgendwo einen Infektionsfall habe, dann lege ich mir nicht den ganzen Betrieb, sondern nur die Hälfte lahm. Also auch hier, wie gesagt, muss ich mich dran halten. Das wird gerade im Einzelhandel wahrscheinlich nicht einfach sein, weil wir hier natürlich Schichtpläne haben. Diese Schichtpläne sind auch mitbestimmt. Da hat der Betriebsrat mitzureden. Dann wird es häufig Betriebsvereinbarungen geben, die sagen, ein Mitarbeiter darf nur 2 Spätschichten pro Woche machen. Dann wird es andere Punkte geben, die zu beachten sind, wie Kinderbetreuungszeiten. Deswegen können bestimmte Mitarbeiter nur bestimmte Schichten machen. Also hier immer die gleiche Gruppengröße von maximal 10 Beschäftigten zusammen zu halten, erfordert auf jeden Fall Kreativität. Ich mache mal ein Fragezeichen dahinter, ob es in jedem Fall umzusetzen ist. Auch da wieder einzige Lösung, die es im Moment gibt, ganz, ganz viel Dokumentation. Überall dort, wo ich sinnvoll zeigen und begründen kann, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe das Bestmögliche bei mir im Betrieb versucht umzusetzen. Das mag nicht perfekt sein, aber ich habe alles gegeben. Solange Sie das dokumentieren können und solange Sie vorbereitet auf eine Anfrage der Arbeitsschutzbehörden reagieren können, sehe ich wieder das Risiko einer dann ergehenden vollziehbaren Anordnung und eines darauf möglicherweise ergehenden Bußgeldes, sehe ich für eher gering an. Die nächste Regelung, auch neu, Maskenpflicht. Der Arbeitgeber hat medizinische Gesichtsmasken oder FFP2-Masken oder in der Anlage bezeichneten vergleichbaren Atemschutzmasken, da sind dann noch weitere aufgeführt, KN95 etc. Zur Verfügung zu stellen, wenn er bestimmte Anforderungen, zum Beispiel die Raumbelegung nicht einhalten kann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Dabei sind mir 2 Sachen wichtig, 3 Sachen sind mir wichtig. Zum einen immer Abgleich machen mit den landesrechtlichen Regelungen. Ganz, ganz viele, die allermeisten landesrechtlichen Vorschriften sehen auch aktuell schon eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz vor. Es mit in der Regel mit der Ausnahme, ich befinde mich an meinem ganz persönlichen Arbeitsplatz. Heißt, ich darf jetzt hier am Schreibtisch ohne Maske sitzen. Wenn ich das Büro verlasse, müsste ich aber eine Maske anziehen. Deswegen da immer abgleichen. Wir haben es ganz am Anfang gesagt, diese Verordnung ersetzt keinerlei Regelungen, sondern diese Verordnung tritt neben bestehende Regelungen. Heißt, landesrechtliche Vorschriften beachten. Nächster Punkt. Es klingt immer so schön, wenn ich den Abstand nicht einhalten kann oder wenn ich die Raumbelegung nicht umgestalten kann, dann mache ich halt Maske. Das funktioniert nicht, weil im Arbeitsschutzrecht gilt immer das sogenannte TOP-Prinzip. TOP, T-O-P, technisch vor organisatorisch vor persönlich. Heißt,
persönliche Maßnahmen wie eine Maskenpflicht darf ich immer erst als allerletztes in Erwägung ziehen, wenn ich das Thema über technische oder organisatorische Lösungen aufgegleist bekomme, komme ich gar nicht zu den persönlichen Schutzmaßnahmen. Heißt, Maske muss in dem Fall immer Ultima Ratio sein. Wichtig ist mir noch der Hinweis, FFP2-Masken. Ganz, ganz viele Arbeitgeber stellen im Moment FFP2-Masken zur Verfügung, weil sie damit den Mitarbeitern noch besseren Schutz anbieten wollen. Solange sie diese Masken nur zur Verfügung stellen und sagen, hier als extra Service von uns könnt ihr tragen, insbesondere wenn ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro kommt, habt ihr FFP2-Masken von uns, wunderbar. Von einer Pflicht, FFP2-Masken zu tragen, würden wir dringend abraten. Warum? FFP2-Masken sind eben schon oberhalb von OP-Masken medizinische Atemgeräte beziehungsweise dementsprechend eingestuft. Und das bringt einige rechtliche Konsequenzen mit sich. Erstens, sie müssen unterweisen. Wie trage ich die eigentlich? Wie lange trage ich die? Das kriegt man noch hin. Nerviger wird es schon mit der sogenannten G26-Untersuchung. Wenn Sie Mitarbeiter dazu verpflichten, FFP2-Masken zu tragen, dann müssen Sie ihnen zwingend eine G26-Untersuchung bei Ihrem Betriebsarzt anbieten. Je nachdem, wie viele Mitarbeiter Sie haben und je nachdem, wie die Zusammenarbeit mit Ihrem Betriebsarzt funktioniert, ist das ein ganz schönes Brett. Weil wann muss ich das auch machen? In der Regel vor Arbeitsantritt. Heißt, ich werde die Mitarbeiter erst zutage zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichten können, wenn diese Untersuchung durchgeführt worden ist. Da wird dann Atemdruck, Lungenvolumen, sowas wird da gemessen. Ist nicht zwingend durchzuführen, aber ist zwingend anzubieten in Verbindung mit den FFP2-Masken. Und der operativ gefährlichste oder gefährlich vielleicht das falsche Wort, aber der signifikanteste Punkt sind die sogenannten Tragepausen. FFP2-Masken dürfen nur 75 Minuten am Stück getragen werden. Danach müssen Sie eine 30-minütige Tragepause einlegen. Das ist bei einem Büroarbeitsplatz kein Problem. Gehe ich auf den Gang, ziehe ich meine FFP2-Maske an, sitze ich wieder bei mir am Büro, am Schreibtisch, kann ich eine Tragepause machen. Weil Tragepause ist keine Arbeitspause, sondern Tragepause. Ich kann weiter arbeiten, muss aber die Maske dabei abnehmen. Jetzt gibt es aber viele Bereiche, und da ist Einzelhandel wieder ein gutes Stichwort, da wird die Tragepause aus organisatorischen Gründen eigentlich zwingend mit einer Arbeitspause einhergehen, weil es schlicht keine Arbeit gibt, die Sie ohne Maske machen können. Und deswegen würde das in der Konsequenz dazu führen, dass Sie alle 75 Minuten eine 30-minütige Pause gewähren müssen. Das kann es nicht sein. Deswegen OP-Masken in jedem Fall, FFP2-Masken verpflichtend, würden wir eher von abraten. Einher geht damit natürlich noch ungelöste Probleme wie, was macht das eigentlich mit dem Persönlichkeitsrecht? Wie sind eigentlich medizinische Einschränkungen? Wie ist damit umzugehen? Und muss ich eigentlich auch für Besucher solche Masken zur Verfügung stellen? Deswegen OP-Maske ja, FFP2-Maske eher nein. Das war es erstmal von meiner Seite zu den einzelnen Regelungen. Lieber Michael, ich würde nochmal für einen großen Überblick und für ein paar Hinweise, was jetzt eigentlich zu tun ist, wieder an dich übergeben. Ja, ganz herzlichen Dank. Und in der Tat, Sie haben es gesehen, meine Damen und Herren, es ist ein rechtliches Puzzlespiel, was wir hier zu tun haben. Der Jurist, der Ihnen gerne Rechtssicherheit gewährt, muss manchmal auf eine Abwägungsfrage abzielen. Aber gleichwohl können wir einige To-Dos für den Arbeitgeber hier als Fazit vielleicht ziehen.
wir wollen jetzt hier nicht in die allgemeine Kritik zu dieser Verordnung einsteigen, aber Sie merken schon, es geht mit einem Dokumentationsaufwand für die Betriebe einher. Es ist ganz klar, dass Sie nochmal Ihre Gefährdungsbeurteilungen updaten sollten. Das wäre auch ein ganz dringender Hinweis. Die Verordnung gilt hiermit und wir müssen sie nun berücksichtigen und umsetzen. Daher sollte auch ab heute der Start Gefährdungsbeurteilung aktualisieren nochmal angestoßen werden. Ohne Gefährdungsbeurteilung können wir auch nicht sicherstellen, dass die getroffenen Maßnahmen, so gut sie auch gemeint sind, wirklich erforderlich im Sinne des Gesundheitsschutzes sind und wirklich zielführend sind. Deswegen auch im eigenen Interesse ist dieser Schritt sicherlich sinnvoll. Schwieriger wird es schon und wahrscheinlich auch zeitaufwendiger etwas, wenn man sich die Kontaktbeschränkungen nochmal genauer anschauen möchte. Der zweite Punkt unserer To-Do-Liste. Ganz klares Ziel der Verordnung ist eben, die Kontakte weitgehend zu vermeiden. Und das bedeutet natürlich, wir müssen wirklich dokumentieren, wo sind die betriebsnotwendigen Kontakte. Und auch da nochmal auf das eingangs erwähnte Beispiel der Postkontrolle, der Postverteilung anzuspielen. Ist das wirklich notwendig, dass die Postverteilung von morgens 7 Uhr bis 15 Uhr beispielsweise im Betrieb ist? Oder reicht es nicht aus, dass hier nur ein bestimmter Zeitpunkt am Tag gewählt wird, wo man unter juristisch auch normalen Umständen mit dem Zugang von Schreiben rechnen kann. Also alles Fragen, die Sie hier nochmal überdenken können und überdenken sollten und entsprechend dokumentieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Raumnutzungskonzept wurde auch schon angesprochen. Auch das ist wichtig. Wo sind die Mitarbeiter zwingend notwendig, dass sie zusammenarbeiten? In den Frage-Chat, ganz herzlichen Dank für Ihre rege Beteiligung, sind da ja schon einige Beispiele genannt worden. Ja, wenn man an einer Maschine zu zweit arbeiten muss, wenn man einen Heizungskessel reparieren muss, wo einer hält und der andere repariert, das wird man wohl so sehen. Das geht nicht anders, ne? Aber auch da kommt es eben unter Umständen auf den Einzelfall an. Müssen wirklich immer zwei Leute gleichzeitig drin sein oder reicht das eben auch nochmal minimalisiert? Kann sehr kleinteilig werden. Der wichtigste Punkt ist selbstverständlich das Homeoffice. Und da stellen sich eigentlich nur zwei große Themen. Ist es möglich oder ist es für Sie völlig unmöglich? Und wenn es möglich ist, dann müssen wir natürlich schauen, dass die Homeoffice-Vereinbarung compliant ist auf dem Status quo, das, was wir rechtlich machen können. Wir müssen schauen, dass die Dokumentation bezüglich Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitszeit und so weiter auch entsprechend ist. Wir müssen die Mitarbeiter unterweisen, dass sie eben im Homeoffice aufpassen müssen, beispielsweise mit Blick auf die psychischen Belastungen. Ein ganz ernstes Thema, ne? Das ist aber auch nichts Neues. Das haben Sie auch schon in den Arbeitsschutzstandards und in den Arbeitsschutzregeln entsprechend angedeutet. Schwieriger wird es, wenn Sie sagen, Homeoffice geht in diesen Bereichen nicht, denn jetzt kommt diese gesteigerte Begründungspflicht. Wir müssen eben darlegen, was sind zwingende betriebliche Gründe und das sollte dokumentiert werden. Und wenn wir das dokumentieren, dann haben wir genau das Thema, dass eine Diskussion im Betrieb wahrscheinlich auftauchen wird, warum man jetzt in diesem Bereich nicht Homeoffice machen kann. Das heißt, wir müssen hier ein Beschwerdemanagement installieren und natürlich auch uns verdeutlichen, dass wir eventuell einer Behörde und natürlich auch dem Betriebsrat Rede und Antwort stehen müssen. Das ist kein Hexenwerk. Gleichwohl muss man sich da juristisch oder sollte man sich da juristisch beraten lassen. Wie gesagt, ein reines Zweckmäßigkeitskriterium reicht nicht. Wahrscheinlich auch nicht, dass höhere Kosten für den Betrieb entstehen werden. Das Arbeitsschutzgesetz ist da relativ brutal in der Richtung. Der Arbeitgeber hat die entsprechenden Kosten leider zu tragen. Punkt. Das ist eine Entscheidung unseres Gesetzgebers. Betriebsrathandling steht auf unserer Liste als Nummer 5. Klares Thema. All diese Regeln, insbesondere in der Ausgestaltung, in der Frage des Wies, sind mitbestimmungspflichtig. Und wir müssen natürlich den Betriebsrat schon ganz früh bei der Einrichtung eines Homeoffices beteiligen. 9091 beispielsweise fortfolgende Betriebsverfassungsgesetz. Oder natürlich auch bei der Frage der Versetzung ins Homeoffice. Das wird man wohl so sehen müssen. Kommen Beteiligungsrechte auf den Betriebsrat zu. Das müssen wir wahrnehmen, müssen wir ordnungsgemäß abfrühstücken. Wir haben allerdings da selten erlebt bisher, dass da Betriebsräte diesbezüglich ein Problem machen. Klammer auf, kommt auf die Personaleinsatzplanung und auf die Branchen natürlich sehr stark an. Schließlich ist das Behördenmanagement, das Beschwerdemanagement ein wichtiger Punkt.
die FAQs stacheln fast, so könnte man böswillig sagen, die Arbeitnehmer an, sich zu beschweren, wenn ihnen Homeoffice nicht gewährt wird. Das müssen wir sehen. Wenn das so publiziert wird und wenn die Medien dieses Thema auch entsprechend präsent halten werden, dann haben wir hier ein Thema, das wir angehen müssen. Es kann sinnvoll sein, dass Sie auch hier Ihre Whistleblower-Hotline, so einen Sie haben, entsprechend erweitern, dass eben auch diese Punkte darüber abgefrühstückt werden können. Und nun als allerletzter Punkt, weil er nicht mehr so ganz rechtlich zu greifen ist, aber auch unserer Meinung zu einem ganzheitlichen Beratungsansatz dazugehört, wir brauchen eine vernünftige HR-Strategie, die dieses Thema eben auch begleitet. Kommunikation im Homeoffice, Führen auf Distanz sind da Stichworte, die Sie alle kennen und die wir auch nochmal verstärkter hier haben müssen, um auch die leider damit einhergehenden Belastungen des Homeoffice für den Betrieb, aber auch für die Personen entsprechend in den Griff zu bekommen. Ja, also Sie sehen, da ist ziemlich Musik drinnen in diesem in dieser Verordnung. Wir werden allerdings auch so viel Realismus an den Tag legen müssen, dass es schwierig zu beurteilen sein wird, wie die Arbeitsschutzbehörden in dem ganzen Stress, den die ohnehin schon haben, das alles überwachen wollen. Aber wir sehen da natürlich die Betriebsräte, wir sehen da natürlich auch die Arbeitnehmer als Treiber an und werden da sicherlich noch den ein oder anderen Fall haben, den man da auch prominent in der Zeitung lesen wird. Ja, damit wären wir am Ende dieses Teils und ich habe schon vorher gesagt, es gibt hier die Möglichkeit einer großen Diskussion. Ganz herzlichen Dank für die vielen, vielen Fragen. Wir hatten zum Beispiel, wenn ich da gleich überleiten darf, eine sehr praxisrelevante Frage, vielleicht Johannes, wenn du die angehen möchtest, wie müssen wir dokumentieren, dass wir angeboten haben, dass Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten können? Genau, also muss der Arbeitgeber aktiv auf den Arbeitnehmer zugehen und schriftlich das Homeoffice anbieten. Das Angebot muss erstmal nicht schriftlich sein, aber Sie müssen dokumentieren, dass Sie es aktiv angeboten haben. Denn es gibt eben diese, wir nennen es Anbietungspflicht in der Verordnung, dass man dann eine Homeoffice-Vereinbarung im nächsten Schritt, dass man die wahrscheinlich auch schriftlich niederlegen wird, ja, gleichwohl das Angebot muss erstmal nicht schriftlich sein, das kann formlos sein, aber Sie müssen auf jeden Fall dokumentieren, sei es durch eine E-Mail, sei es durch eine Aktennotiz, dass Sie es angeboten haben. Das müssen Sie machen. Also einfach jetzt zu sagen, ich stelle mich mal tot und guck mal, was passiert. Das mag vielleicht sogar ein Weg sein, der im Einzelfall funktioniert. Zu empfehlen ist er eigentlich nicht, weil compliant wäre das in jedem Fall nicht. Wir können ja einfach nochmal, Michael, so ein bisschen hier die Fragen durchgehen. Einfach mal so von unten hoch. Hier war nochmal die Anmerkung, ja, 10 Quadratmeter, wenn Montagetätigkeiten zu verbringen sind. Genau, das wäre eben so ein klassisches Beispiel. Da lässt die Tätigkeit das schlicht nicht zu. Oder wenn Sie eine Maschine haben, die eben nur zwingend durch zwei Personen zur gleichen Zeit bedient werden kann, dann wird das weitergehen. Ist die Arbeit da weiterhin möglich. Noch eine Frage in dem Zusammenhang, was berechne ich eigentlich alles ein für diese 10 Quadratmeter? Eigentlich nur den Raum oder auch die Büroflure? Ganz offen gestanden, ich verstehe die Verordnung eher in die Richtung, dass es tatsächlich um die Räume geht, die zur Arbeit genutzt werden. Heißt, Flure rausrechnen. Ich würde sie offen gestanden aber trotzdem erstmal reinrechnen, weil wenn Sie ein Konzept haben, und das erstmal quadratmetermäßig funktioniert, ob Ihnen dann die Behörde direkt ein Bußgeld um die Ohren haut, beziehungsweise eine vollziehbare Anordnung und sagt, Sie haben hier falsch gerechnet, Sie hätten den Flur rausrechnen müssen, da mache ich mal ein dickes Fragezeichen hinter. Deswegen ja, wie du ja auch schon geschrieben hast, Michael, in den kurzen Antworten hier, ich weiß gar nicht, ob die Antworten alle sehen können, ja, da wird man eben auf den städtenrechtlichen Begriff rekurrieren müssen, aber ich glaube, antreten kann man erstmal
mit einer Zusammenrechnung der Gesamtbürofläche und da wären dann auch die Flure mit dabei. Gilt die Arbeitsschutzverordnung auch für Apotheken? Das fand ich ganz lustig, Michael, weil wir ja in der Vorbesprechung genau dieses Beispiel hatten. Kleine Apotheke, vielleicht 40 Quadratmeter. Jetzt stehen hinterm Tresen stehen drei Apotheker oder Apothekerinnen. Nun, jetzt sind von den 40 Quadratmetern schon 30 verbraucht. Darf noch ein Kunde reinkommen, der wird dann von einem Apotheker oder einer Apothekerin bedient. Die anderen beiden langweilen sich. Das ist tatsächlich so. Hier wird auf 10 Quadratmeter pro Person abgestellt und das auch für alle Arbeitgeber bisher ohne Ausnahme. Also ja, wie du auch schon geschrieben hast, lieber Michael, das wird, also das gilt definitiv auch für Apotheken. Und vielleicht sogar noch, weil es wirklich auf die Personenanzahl ankommt, man stelle sich in dem Fall nochmal etwas grotesker vor. Da ist noch eine Türreparation, wo ein Handwerker noch dazu arbeitet, dann darf nur noch der Handwerker rein. Das heißt, der Kunde muss erstmal warten, bis die Tür repariert wird. Also Sie sehen, das ist nicht ganz für jeden Wirtschaftsbereich durchdacht worden. Eine spezifische Frage zur Gefährdungsbeurteilung. Brauche ich eigentlich eine Gefährdungsbeurteilung auch fürs Homeoffice? Ganz klare Antwort, ja. Das auch schon vor Corona, aber jetzt auch. Wenn im Homeoffice ein Arbeitsplatz besteht und immer dann, wenn es über ganz sporadische Tätigkeiten heißt, ich mache mal sonntags für 15 Minuten den Laptop auf, immer wenn Sie eine gewisse Regelhaftigkeit drin haben, entsteht dort ein Arbeitsplatz und für jeden Arbeitsplatz müssen Sie eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Jetzt, das hattest du ja, Michael, auch schon, klang bei dir schon an, jetzt wird es in der Regel nicht funktionieren, dass ich als Arbeitgeber mal kurz vorbeigehe beim Mitarbeiter und mal zusammen mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit eine Begehung mache und mal schau, ob da irgendwie auch kein Kabel durch die Küche hängt. Das wird nicht funktionieren. Müssen Sie auch nicht. Da ist meiner Meinung nach der Grundrechtsschutz Unverletzlichkeit der Wohnung so hoch. Da dürfen Sie remote arbeiten, nenne ich es mal. Heißt, eine Gefährdungsbeurteilung mittels Fragebogen durchzuführen. Dann kriegt der Mitarbeiter ein auszufüllendes Dokument, wo dann bestimmte arbeitsschutzrechtliche Fragen abgefragt werden. Und wenn der Mitarbeiter Ihnen bestätigt, ja, bei mir liegen die arbeitsschutzrechtlichen Voraussetzungen vor, weil ich kann compliant im Homeoffice arbeiten, dann dürfen Sie dem vertrauen. Dann brauchen Sie nicht zu einer Begehung vorbeikommen. Das ist aber auch ein schwieriger Bereich, denn natürlich, wenn Sie die Wohnverhältnisse in irgendeiner Weise kennen sollten, wenn Sie da Indizien haben, dass es hier schwierig wird, dass der Mitarbeiter beispielsweise gar keinen ordnungsgemäßen Arbeitsraum hat, WG beispielsweise oder alternative Lebensformen, dann wird das eine gewisse Herausforderung werden. Also das muss man dann immer im Einzelfall eben abdecken, wie du richtig sagst, Johannes. Und da ist es eben sehr wichtig, dass das, wie wir meinten, mit dieser HR-Strategie begleitet wird. Ne? Schöne Frage ist vielleicht auch noch hier, gibt es irgendwie Sonderregelungen für systemrelevante Berufsfelder, dass man von dieser Dokumentationslast befreit wird. Beispielsweise, Johannes, was meinst du? Ich bin da eher sehr skeptisch, denn leider gibt die Verordnung hier gar keine Ausnahmen. Gar nicht vor, ganz im Gegenteil, es kann da sogar leider je nach Einzelfall sogar zu strengeren Auflagen kommen. Ja. Man wird da sehr stark mit der Tätigkeit auch nochmal gucken müssen. Vielleicht noch einmal kurz zurück zur Gefährdungsbeurteilung. Hier kann noch die Frage, wie soll die Gefährdungsbeurteilung bei mobilem Arbeiten gemacht werden? Mobile Unterscheidung, mobiles Arbeiten, Homeoffice, beides sind keine rechtlichen Begriffe. Beides ist eher umgangssprachlich. Das Einzige, was es rechtlich gibt, ist der sogenannte Telearbeitsplatz. Der ist aber wieder was anderes. Da hat der Mitarbeiter nur diesen einen Arbeitsplatz und der ist auch vom Arbeitgeber eingerichtet. Lassen wir hier mal außen vor, ist hier nicht unser Fall. Mobile Work, mobiles Arbeiten, verstehen wir umgangssprachlich. Der Mitarbeiter arbeitet im Zug, der Mitarbeiter arbeitet im Café.
Völlig richtig, da machen Sie natürlich keine Gefährdungsbeurteilung, weil Sie können nicht mit hellseherischer Vorhersage schauen, in welchem Café er sitzen wird, in welchem Zug er sitzen wird. Da kann man überlegen, ob man die Mitarbeiter unterweist. Worauf ist generell zu achten bei mobiler Arbeit? Aber eine arbeitsplatzbezogene Gefährdungsbeurteilung braucht es da nicht. Die rechtliche Begründung ist, es besteht schon kein Arbeitsplatz dort, weil ständig weg sind. Bei Homeoffice aber, wenn Sie ab einem Tag in die Woche regelhaft im Homeoffice arbeiten, dann wird da ein zweiter Arbeitsplatz entstehen und dann müssen Sie eine Gefährdungsbeurteilung machen und das kriegen Sie eben über so einen Fragebogen hin. Ich sehe jetzt hier noch die Frage, reicht eine Kommunikation im Intranet als Dokumentation zur, ich vermute mal als Dokumentation zur Anbietung der Arbeit von zu Hause? Michael, wie siehst du es? Ich bin der Meinung, das reicht, solange sichergestellt ist, dass die Mitarbeiter darauf zugreifen können, vielleicht noch flankierend mit einer E-Mail, im Internet stehen folgende Informationen, jetzt vielleicht nicht 29 Klicks hinter der Internet-Startseite, sodass es niemand findet. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das reicht. Also das ist genau der Punkt. Ne? Die Verordnung sagt da nichts, wie man das dokumentieren muss, dass man angeboten hat. Wir haben da auch schon über die Social Medias gesagt, man wird wahrscheinlich sehr pragmatisch eine E-Mail schreiben, bitte ab sofort ist Homeoffice möglich in Ihrem Bereich, ne? Wie Sie auch schon wissen. Und dann wird man da natürlich auf die entsprechenden Bestimmungen im Intranet hinweisen. Muss natürlich immer aufpassen, dass das dann wirklich jeder Zugang hat. Da erlebt man manchmal interessante Überraschungen. Vielleicht letzte Frage, weil ich sehe, wir sind schon sehr am Zeitlimit und wollen Sie auch nicht über die Maße beanspruchen. Deswegen würde ich es vielleicht an der Stelle erstmal belassen für den Fragen her. Eine lasse ich noch zu, aber Sie haben die Möglichkeit, uns beide zu kontaktieren. Hier sehen Sie meine und natürlich Johannes E-Mail in der Präsentation dann drinnen. Wir werden beide selbstverständlich Ihnen im Nachgang noch die Möglichkeit geben, die Präsentation sich downzuladen. Das Ganze wird auch aufgezeichnet. Das heißt, auch hier können Sie nochmal sich das anschauen. Letzte Frage, wie ist es, Ersthelfer, Fachkraft für Arbeitssicherheit, müssen die im Büro sein? Laut Verordnung, die verhält sich dazu nicht. Die FAQs, die sagen, ja, Nothelfer, IT-Service-Personal wird man wohl sagen, die müssen im Büro sein. Das ist aber auch nicht zwingend. Johannes, da können wir auch gerne nochmal gemeinsam drauf blicken. Wie hältst es du? Muss wirklich immer ein Nothelfer vor Ort sein oder muss der Zugriff haben aufs Büro? Reicht das aus? Das ist... ist, glaube ich, auch nochmal, müssen wir nochmal überlegen. Ne? Ja, erste Hilfe ist ja in den FAQs. Genau. Again, wieder FAQs, keine rechtliche Relevanz, aber das ist dort genannt. Kann man jetzt den Schluss draus ziehen? Die als Ersthilfe ausgebildeten Arbeitnehmer, die müssen im Betrieb sein. Jetzt könnte man natürlich zu dem lustigen Ergebnis kommen, dass sonst niemand da wäre. Dann wird man sicherlich auch nicht die Ersthelfer im Betrieb haben müssen. Aber ja, wie gesagt, Feinsteuerung machen. Nutzen Sie die Argumente aus den FAQs, wenn sie Ihnen helfen für Ihre Dokumentation und gehen Sie eher drüber weg, ohne sie zu vergessen, wenn sie Ihnen für Ihre Dokumentation eher schaden. Aber wichtig ist dann am Ende, dass Sie ein sinnvolles Konzept dokumentiert haben, mit dem Sie antreten können. Jetzt haben wir zwar gesagt, Michael, du lässt keine Frage mehr zu, jetzt erlaube ich mir doch noch eine letzte zu beantworten. Hier kommt nämlich noch, ist es ausreichend, wenn wir unseren Mitarbeitern 3 Tage pro Woche Homeoffice anbieten oder müssen wir für 5 Tage anbieten? Klare Antwort, die Verordnung sieht da keine Einschränkung vor, sondern geht von einer vollständigen Homeoffice-Pflicht aus. Heißt, wenn Sie die Mitarbeiter 3 Tage im Homeoffice haben möchten, dadurch kann man ja viel entzerren, dass man dann nur wenige Mitarbeiter an verschiedenen Tagen mal da hat, dann brauchen Sie eben dafür ein Konzept und müssten dokumentieren, warum Sie diese Mitarbeiter im Betrieb benötigen. Aber grundsätzlich gilt erstmal, die Mitarbeiter sollen von zu Hause arbeiten und das die ganze Zeit. Und jetzt beantworte ich noch eine allerletzte Frage. Können Sie die Präsentation noch verschicken? Machen wir super gerne im Nachgang, kriegen Sie alle.
Gut. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihr reges Interesse, für die schöne Teilnahme. Wir hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen Einblick geben konnten und stehen Ihnen selbstverständlich zu Fragen zur Verfügung. Es verbleibt wie immer, bleiben Sie gesund, haben Sie trotz Corona und den Einschränkungen Mut. Es wird sicherlich bald wieder besser werden. Wir hoffen auf den Impfstoff und wir hoffen auf ein schnelles gemeinsames Ende im Kampf gegen Corona. Ganz herzlichen Dank. Tschüss, danke, auf Wiedersehen.